Sieh dir das an, Plo. Ich glaube, uns fehlt die Stärke, diesen Kampf zu gewinnen. Nicht aufgeben. Es ist nur eine Fregatte der Separatisten. Wir haben noch eine Chance. Aber echt mal. Sehr bedauerlich. Ach, Plo Koon, ich mag dich eigentlich sehr gerne, aber welchen Jäger ich auch sehr gerne mag, das ist Kid Fisto. Oh, Superkampfdroiden. Ja, Superkampfdroiden, das sind normale Kampfdroiden. Werfen kann ein Jedi gefährlich, das ist. Deshalb konzentrieren du dich musst vor dem Loslassen. Bewegen du dich nicht kannst, wenn du wirfst. Konzentrieren du dich musst, während das Licht. Also, blocken und werfen. Blocken. Und werfen. Blocken. Und werfen. Ah, ja. Hier haben wir neue Droiden. Neue Opfer für unsere Sache. Und da die hier so am Abgrund stehen, können wir die sehr gut runterwerfen. Yeah, genau das meine ich. Ja, bei voller Combo-Anzeige verursachen wir zusätzlichen Schaden. Ah. Und die kann man so schön hier einfach runterpflegen von diesen Plattformen. Und so, ein Superkampf-Druide. Ah ja. Druidikas, ja? Ja, aber der ist nicht aus. Ja, das werden wir. Das werden wir dann gleich mal ausprobieren. Aber, scheiße, wir gehen hier gerade recken. Ja, ich hab's vorausgesagt. Plo Koon, du darfst nicht sterben. Boah, wir sind hier im Kreuzfeuer der Dingsens und werden mal unser Lichtschwert werfen. Bäm, und jetzt? Na gut, ihr kriegt aus dem Maul. Bäm, Nummer 1. Alter, das war ein Bug. Bäm, Nummer 2. Das war's, Plo Koon. Sind wir unbeschadet davon gekommen. Sieht ganz danach aus. Klon, bauen Sie uns eine Brücke. Schnell. Guter Mann. Eiles geboten. Hier haben wir ein Minispiel. Stoße drüben über Kanten oder in gefährliche Bereiche. Ja, und ich bin bereit für dieses Minispiel. 3, 2, 1. Los! 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 Na kommt! Gebt mir mehr Feinde! Au! Aua! Ihr Mistkerle! Und bam und bam und bam und bam und bam. Ach, wir haben noch eine ganze Menge an Zeit. Bam und bam und bam. Ja, relativ eintöniges Commentary hier. Ich weiß, aber dafür ein sehr schöner Sport, hier einfach mal Droiden runterzuschleudern. Die Schlacht zog draußen weiter, während wir uns hier ein bisschen beim Minispiel vergnügen. Aber gut. Diese Minispiele finde ich übrigens auch sehr cool, dass sie die so eingebaut haben. Ja, das Set würde euch so gefallen, ihr scheiß Superkampfdroiden, ne? Rückschlag, Knockout. Oh, wir haben Platin geholt. Mit 1820 Punkten zu 20 gegen Plo Koon. Also, Meister Koon, ihr solltet vielleicht noch etwas aufholen. Aber das haben wir sehr gut gemacht und Platin in diesem Minispiel geholt. Der beste Rang. Was zum Teufel? Klon? War das Ihre Arbeit? Ah, wir müssen anscheinend. Ja, auf den ich gerade gesprungen bin. Wir müssen warten, bis er wieder erscheint. Und dann erscheint er ja schon. So, wir sterben erstmal schön. Du scheiß Droide. Erscheine. So, laden wir ihn auf. Aufladung. Und bam. Yeah, episch. So, mit diesen Droiden habe ich immer noch meine kleinen Schwierigkeiten. Aber es klappt jetzt einigermaßen. Wow, Explosion. Komm schon, Plo. Wir müssen weiter. Unterwegs mit Meister Koon. Wie macht man das denn hier? Ich bin gerade noch nicht so unterrichtet in diesem Schwung-Acten. Ah, okay, da kommen wir auf jeden Fall nicht dran. Hat uns das schon mal gezeigt. Ich werde jetzt mal den oberen Weg nehmen. Hallo, ich möchte mal direkt schwingen. So, den einen Punkt lassen wir da jetzt liegen. Ist mir jetzt auch egal. Wir haben schon sehr viele Punkte gesammelt. Könnten uns auch theoretisch mal ein Kampf-Upgrade wieder im Laden gönnen. Kampf-Upgrade, Kombo-Meister. Haben wir schon gekauft. Ruhige Hand, mehr Schaden.
Mehr Feuerdings, Machtschub. Machtschub wird schneller geladen, Nichtschwertwurf. Ah, holen wir uns mal einen besseren Nichtschwertwurf. Machtvernichter, größere Schockwelle bei Machtvernichter. Ja, okay. Können wir hier noch Droiden-Upgrades? Superkampfdroide, längere Kontrolle, her damit. So, jetzt haben wir auch nicht mehr so viele Punkte. Aber jetzt können wir die Droiden, die Superkampfdroiden länger kontrollieren, wenn wir auf ihn landen. Und da oben ist auch schon ein Artefakt. Yeah. So, wo geht's denn hier weiter, bitte? Das, hallo? Frage ich mich. Können wir noch runter? Jawohl. Ah, hier geht's weiter. Und da unten haben wir Klone drin. Danke, Soldat. Sind wir doch schon. Ah, ich kann mich gerade nicht bewegen. Jetzt aber wieder. Ach, du Heilige. Ja, toll, dass die Plattformen erst kommen, wenn ich schon versucht habe. So, danke dafür, liebe Plattform. Und auch hier rauf springen. Jump and run, yeah, for the win. Ja, geil. Ist geil, wirklich. Also jetzt muss ich nochmal vom... Ach ja. Jetzt muss ich nochmal von hier hinten anfangen, weil ich nicht Jump and Run spielen kann. Ja, aber wirklich schwer sind diese Passagen hier nicht. Das kann man hier nicht leugnen. So, das hätten wir jetzt geschafft. Au, es kommt hier alles runter. Wie können wir denn da an die Punkte ran? Ah, also so kommen wir hier ran. Einmal kurz die Punkte eingesackt und wir können durch Meister Plo Koon durchgehen. Ist natürlich auch sehr, sehr nice. So, hopp. Können wir da vielleicht einen super Angriff? Nee, können wir irgendwie nicht. Wie können wir diese Droiden töten? Wenn er schon so sagt, das ist so provokant, dann müssen wir sie doch eigentlich. Keine Ahnung. So, hier nichts übersehen, bloß kein Artefakt übersehen. Die schalten nämlich Extras frei. Ach, du bist so weise, Obi-Wan. So, und hier gingst du auch weiter, oder? Nö, doch. Siehste, müsste die Kamera nur mal früher auf meine Kommentare reagieren. So, Lichtschwert gezogen. Hier nochmal kurz nachgeguckt. Nein, hier ist kein Artefakt. Damit schalten wir nämlich Extras im Spiel frei. Und ich sollte möglichst den mittleren Weg nehmen, wo die Punkte auf uns warten. Alter. So. Holen wir uns auch diesen Punkt nochmal. Ah, wo geht's denn hier hin? Immer interessant. Ja, ein kleines Artefakt. Artefakt Nummer 5 haben wir gefunden. Vielleicht kann ich ja später mal zeigen, was das bewirkt. Ich weiß gar nicht selbst mehr. Also man, es schaltet Extras frei, aber ich weiß gar nicht, wo das angezeigt wird und inwiefern diese Extras, was das für Extras sind. Aber wir werden einfach mal alle schon allein der Vollständigkeit halber zeigen. Vielleicht kommen einige bei diesem Spiel nicht weiter, wobei es nicht so schwer ist. Und dann gucken Sie mal in Let's Play und dann wissen Sie, oh, da würde ich aber nicht rübergehen, wie es weitergeht. Da würde ich daher diesen Weg bevorzugen. Folge mir, Plo Koon. So, diesen Kristall einmal zerschlagen für ein paar Pünktlis und weiter hier rüber. Und hier kann man ein Punkte-Upgrade sich holen. Punkte-Multiplikator. Alter. Verdammt. Punkte-Multiplikator. Schnell, 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 schnell. Punkte-Multiplikator, Punkte-Multiplikator. Punkte-Multiplikator. So, Punkte-Multiplikator aus. Und er hält sich da auch immer so an der Wand fest. So, hier möglichst nicht runterspringen. Eine kleine Jump-and-Run-Einlage hier durch dieses, boah, beinahe schon zerstörte System. Und das wird langsam zerstört. Speicherpunkt. Nein! Warum rutschst du denn da runter, Obi-Wan, du Trottel? Eine etwas längere Mission? Ach, komm schon. Das kannst du mir jetzt... Oh, sorry, Plo. Habe ich dich da gerade runtergedrängt? Das kannst du mir nicht erzählen. Ja, manchmal ist die Kamera etwas scheiße. So, eine erste kleinere Fail-Einlage meinerseits. Hallo? Das ist doch scheiße. So, lieber jetzt mal mit dem Doppelsprung absichern. Alter, was ist denn das hier? So, jetzt haben wir es. Vorwärts. Hier geht's anscheinend weiter. Oder bin ich gerade zurückgegangen? Ich glaube, ich gehe gerade zurück, ne? Ja, ich gehe zurück. Verdammt. Ach, verdammt. Verdammte Scheiße. Wo geht's denn hier weiter? Ah, hier außen wahrscheinlich. Hä? Werde ich darauf schlau? Nicht wirklich, ne? Mir da nicht. Können wir da vielleicht draufspringen? Nö. So, der erste etwas kniffligere Part. Also hier ist der Respawn-Punkt. Ist doch schon mal klar. Vielleicht müssen wir dann hier auf diesen Aufzug steigen.
Nein. Ah, doch. Plo Koon musste auch auf. So ist es nämlich richtig. Aufwärts. Hätte ich mich hier auch tot suchen können. Ah. Endlich raus aus dieser Jump-and-Run-Einlage. So. Hallo, liebe Superkampfdruiden, warum fliegt ihr nicht? So, jetzt können wir ja eigentlich auch mal die längere Kontrolle ausprobieren. Ja. Ihr werdet alle schön sterben. Bla bla bla. Das stimmt wohl, so. Oh, Plo Koon macht eine Ansage. Wir holen sie uns. Also, hier können wir mehr Schaden, uns ein Upgrade für mehr Schaden holen. Das machen wir gleich mal. Extra Schaden. Ah, er sollte dich am besten nicht holen. So, wir haben gerade einen Schadensauer-Multiplikator. Da hat uns der scheiß Superkampfdruide weggeschlagen. Hallo, ich möchte gerne auf den Superkampfdruiden. Naja, oder auch nicht. So, dann blocken wir gleich mal. Oh, ein Minispiel. Halt's Maul. Zerstöre Druiden nur mit anderen Druiden. Das ist doch sehr, sehr cool. Oh, Plo Koon. Ah, Plo Koon macht meine ganzen Superkampfdruiden drauf, auf die ich springen könnte, theoretisch. Ey, das ist doch scheiße. Na bitte, so. Jetzt können wir endlich ein paar Punkte machen. Mit unseren Superkampfdruiden. Da lohnt es sich, dass wir eine längere Dauer geholt haben. Aber so gut war der Anfang jetzt nicht. Und er hat Platin. Plo Koon hat Platin. Na ja, gut. Dann gönnen wir ihm das mal, dass er uns auch mal geschlagen hat, der gute Plo Koon. Und gehen jetzt weiter in dieser Mission. Bronze war zwar jetzt relativ schlecht von mir, aber gut. So, haben wir hier noch irgendwas Interessantes außer Punkten? Ja, yeah, einen super Angriff konnten wir gerade ausführen. Alter, ihr glaubt doch nicht endlich, dass ihr gegen einen Jedi-Meister bestehen könnt, ihr dummen Droiden, ey. Hä, warum trifft das manchmal nicht? Das ist mir noch sehr, sehr rätselhaft. Jetzt übernehmen wir hier mal wieder einen Droiden. Diese Droidenübernahme ist auch sehr, sehr nice. Damit können wir nämlich seine ganzen Kompanieros ausschalten. Wenn hier noch welche kämen würden. Sieht aber nicht so aus. Gut, dann zerstöre ich ihn hier einfach mal. Na, und jetzt kommen sie natürlich so, Trooper. Durchhalten, du stehst da sehr gut vor der Tür. Und blocken. Und jetzt den Angriff machen. So, da sehen wir dieses neue Lichtschwert-Upgrade. Das nimmt nämlich zwei Kreise auf einmal. Woher kommen denn hier noch die Angriffe? Ah, Droidikas. Interessant. Tschüss. Tschüss. So, jetzt können wir hier auch mal zeigen, wie wir auf einem Droidika reiten können. So, und weiter geht's auch schon. Droidikas. Verdammte Hacke. Ja, ich sehe es. Wir werden diese Droidikas einfach mal ins Jenseits befördern. Yeah. Und du bist auch tot.